Naja, wie willst du dich unauffällig verhalten? Du bist lila und hast blaue Haare. Es... Bunte Haare fallen in unserer Zeit schon auf. Moin moin Leute und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Evoland 2 im Kolosseum. Ich bin immer noch Mega Klink oder Little Confused Brain oder einfach nur Yannick. Und wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Er verbirgt etwas vor mir, dessen bin ich mir sicher. Das stimmt, er hat ein bisschen komisch geredet. Nun denn, sehen wir uns den Kampf an. Gerüchten zufolge sollen die Zauberer des Großmagus einen mächtigen Dämonen eingefangen haben. Doch erst als dieser mehrere von ihnen getötet hatte, und das ist keine Kleinigkeit. Okay. Ohne weitere Umschweife stelle ich vor, unsere nächsten Kämpfer. Aus den Städten des Nordes, stärker als jeder Mensch, grausam wie eine wilde Bestie. Meine Damen und Herren, ich präsentiere. Oh, wir dürfen einen Namen für den aussuchen. Ja, das ist ja auf jeden Fall dann erstmal Max. Kennt ihr Max noch aus meinen Minecraft-Let's Plays? So sieht er in Wirklichkeit aus. Max, der drakonische Dämon. Cool. Max, habt ihr etwas zu sagen, bevor ihr diesen zweifelsohne in einen Blutbad mündenden Kampf antretet? Ich darf hier nicht sterben. Wunderbar! Und mit dieser ergreifenden Rede kann der Kampf beginnen! Ergreifenden Rede... Shit! Wow! Wir kämpfen gerade nicht allzu stark. Wir kriegen gerade eher von ihm ganz schön auf die Nuss. Wisst ihr, er meinte, er darf hier nicht sterben. Wir wissen ja auch gar nicht warum. Vielleicht hat das irgendwie ein starkes Schicksal mit sich. Ich will ihn auch gar nicht umbringen. Ich will ihn eigentlich jetzt höchstens schwächen. Oh oh. Ihr seid stark. Ihr habt euch meinen Respekt verdient, aber ich kann hier nicht sterben. Daher bitte ich euch, flieht mit mir. Ich weiß von einer Passage, die aus dem Kolosseum führt, doch alleine kann ich nicht fliehen. Nun, was sagt ihr? Naja, ich würde schon gern fliehen mit dem. Komm, ja. Es gibt keine Zeit zu verlieren, kommt. Aber wo ist Margret? Margret soll mit uns mitkommen. Ihr wollt mich wirklich hier zurücklassen? Ganz alleine? Well, sorry. Wo gehen wir hin? Hey, wartet auf mich! Sehr gut, sie kommt wenigstens noch mit. Okay. Well. So einfach geht das. Mal eben kurz zum Dämon angeschlossen, aber es war Max. Ich kenne Max schon lange. Max ist ein cooler Kerl. Den kenne und mag ich doch. Hey, wo geht's hier lang? Hey, da wären wir. Wir sollten es zum Keller schaffen. Geht mir aus dem Weg, Mega Klink. Ah. Bis bald. Well, danke für den Ausgang, würde ich sagen. Wir sehen uns jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so früh wieder. Schwerkraft, ziemlich gefährlich. Die Mächtigen werden fallen. Oh, Moment. Schwerkraft? Das ist jetzt ein 2D-Level! Shit, wie cool! Super gut gemacht. Alles in Ordnung? Auch nichts gebrochen, wie ich hoffe? Wir befinden uns jetzt unter Genua, der Hauptstadt des Kaiserreichs. Von hier sollte uns die Flucht gelingen. Danke, Margret. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich doch entschuldigt, ja? Na schön, wenn ich das so wollte, dann schlagt euch eben alleine durch. Ey. Ach, ihr braucht mich wohl doch, was? Ja, das dachte ich mir. Tja, mal sehen. Diese Mauer ist ziemlich hoch. Wie wär's, wenn wir es damit versuchen? Oh. Versucht es nur, es ist ganz einfach. Oh. Tatsächlich, es war gar nicht so schwer. Jetzt seid ihr dran, Brain. Hui. Könnt ihr mir das vorhin verzeihen? Es war nur, ich hatte Angst, dass ihr mich allein lassen würdet. Wisst ihr, Brain? Ich glaube, wir haben uns in eine Zeit verirrt, in die wir nicht hingehören. Ich bekomme langsam wirklich Angst. Glaubt ihr, wir werden jemals wieder nach Hause zurückkehren? Ja. Wenn ich euren Optimismus nun teilen könnte. Vorerst haben wir keine andere Wahl. Wir müssen weitermachen. Okay. Euch gelingt mein Dank. Mit eurer Kraft werde ich meinen Sohn wiedersehen. Diese Felsbrocken, die uns den Weg abschneiden, scheinen unüberwindlich. Doch mit vereinten Kräften sollten wir es schaffen, sie zu zertrümmern.
Konzentriert euch, um mich zu rufen. Nice. Another friend. Der Max ist jetzt am Start. Der kommt nur von oben. Okay. Sehr cool. Geht's hier unten weiter oder ich möchte nämlich gerne den Weg gehen, wo es nicht weitergeht. Kennt ihr ja schon von mir. Aber hier geht's, glaube ich, auf gar keinen Fall weiter. Gut. Unfassbar cool, wie sich das jetzt halt so in so einen 2D-Scroller verwandelt hat. Erinnert jetzt zum Beispiel schon beinahe so ein bisschen an, ganz bisschen, an Castlevania so, wisst ihr? Einfach so 2D-mäßig, ein kleiner Hack-and-Slay. Ist schon cool, ist schon cool. Was haben wir denn hier? Gute Frage. Hier ist was Orangenes. Okay, zwei Wege, die wir wohl bestreiten müssen. Einen orangenen Weg, einen lilanen. So. Level up! Nice! Stufe 6! Sehr gut. 8 Leben, Halleluja. 8 Leben sind gut. Ja, das Level up werden wir wohl niemals sehen. Das Level up werden wir leider auch nie bekommen. Wenn wir den hier rüber töten, ja, dann kriegen wir jetzt sogar die Münze, die uns gebührt. Oh Gott! Komisches Vieh. Okay, hier müssen wir uns nochmal konzentrieren. Konzentrieren so wie... Oh, hier können wir dran klettern. Oi. Jetzt geht's aber los hier. Ui. Ist hier oben irgendwo? Wow. Okay, da oben ist nichts versteckt. Ich dachte, ich kann hier halt mittendrin springen, aber man kann da nur loskommen. Loskommen wollen wir nicht unbedingt. Da war schon was Orangenes. Ich glaube, da müssen wir hin. Also da oben ist eine Truhe. Die möchte ich haben. Oh Gott. Ho, ho, hier. Da kriegen wir locker einen Stern raus, weil normalerweise kommt hier bestimmt nicht jeder Spieler hin. Aber wir kommen da natürlich hin und holen uns rote Pampe. Wir haben doch schon grüne Pampe. Ich will nicht noch mehr Pampe. Ich mag Pampe nicht. Wow. Okay. Der ist auch Geschichte. Ah, nein! Fortfahren natürlich. Keine Frage. Haben wir die rote Pampe denn jetzt immer noch? Ja, haben wir. Gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Solange wir die rote Pampe noch haben, alles super. Rote Pampe ist das Einzige, was ich benötige. So. Jetzt sind wir hier. Was gibt's hier Schönes zu sehen? Tod und Verderben. So wie es gerade ausschaut. Oh, das wird ja hier noch richtig roguelike. Halleluja. Boah. Schwierigkeitsgrad. Was sind das denn für Dickdas? Ah, nein. Oh Mann. Fortfahren und erstmal im Auge kratzen. Ah! Mein Auge bringt mich um. Sagt meinem Auge mal bitte, dass es das nicht tun soll. Hui, das war aber ein knapper Sprung. Es ist einfach unfassbar, wie viele Anspielungen jetzt schon in dem Spiel drin sind. Das Spiel geht ja einfach noch super lang. Kann ich übrigens auch schon mal sagen. Das Spiel hat angeblich eine Spieldauer von ca. 16 Stunden. Für die Hauptquests allein. Also nur so als kleinen Hinweis, was euch so erwartet hier. Es wird ein Abenteuer. Das wird es definitiv. Ah. Ich will die ganze Zeit darauf springen, aber das geht ja nicht. Mano. Der Stein ist jetzt wieder da. Der Bösewicht. Okay. Also jetzt noch ein bisschen eher aufpassen. Weil, wie gesagt, springen... Nein! Hör doch auf zu springen, Yannick! Was ist denn mit mir? Nehmt mir meinen... Amputier mir meinen Finger. Von der Springtaste. Warum ich da gerade lachen musste. Ihr werdet es eventuell erfahren, wenn ihr euch den neuen Part Until Dawn anschauen werdet. Heute. Oh ja, das war ein kranker Part.
So. Nice. Auch das geschafft. Okay. 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 Schade, jetzt hätten wir da hingekonnt. Kommen wir jetzt natürlich nicht mehr. Egal, jetzt kommen wir dahin. Das war alles gewollt. Ich bin extra gestorben. So, jetzt muss ich nämlich dann hier den rechten Weg mal gehen. Denn da erwartet uns... Orion-Erz. Orikon-Erz, so rum. Daraus können immer noch mächtige Ausrüstungen hergestellt werden. Das könnte natürlich interessant sein. Ach komm! Könnt ihr mir bitte meinen Finger, den ihr mir amputiert habt, dass ich nicht mehr springen kann, wieder dran nähen? Ich brauche den jetzt wieder. Bitte. Danke. Okay, auch das geschafft. Nice. Ah, und hier ist, glaube ich, das orangene Zeug, was wir brauchen. Nämlich den Schlüssel zur Kanalisation. Das Aroma einer toten Ratte geht von ihm aus. Yeah. Das ist aber nicht so nett. Oh. Unser Labyrinth ist natürlich auch nicht so nett. Was haben wir hier Schönes? Grüne Pampe. Nice. Finden ganz viel Pampe. Weiß noch nicht, was man mit der Pampe machen kann, aber wir haben sie erstmal. Okay. Das ist hier ein kleines wildes Labyrinth. Aber der Weg erschließt sich. Stehen da unten gerade. Oh Gott, bin ich gerade eng an dem vorbeigelatscht. Uiuiui. Das war mir beinahe doch echt schon ein bisschen zu eng. So. Also, das schon mal geschafft. Jetzt geht's rüber zu dem anderen. Nämlich zu dem grünen, wenn ich mich nicht täusche. Ne, zu dem blauen. Blau war es. Blau. Okay, was hat das Blaue denn für sich? Oh, Wasser. Oh nein, nicht die Squids von Super Mario. Die mag ich ja mal so gar nicht. Why, God? Why have you forsaken me? Woo! Ich dachte, der schubst mich jetzt zurück da rein. Ich hatte kurz Angst. Ja, da kommen wir oben ja wohl nicht hin. Oh, was sind das denn für Minen? Ist nichts Besonderes. Ich glaube, in die Minen sollten wir nicht unbedingt geraten. Sage ich jetzt einfach mal voraus, dass das jetzt nicht so Bombe wäre. Dann gehen wir jetzt hier natürlich auf jeden Fall nach links. Damit wir auch an die Kiste da kommen. Die haben wir schon gesehen. Katsching! Oh, natürlich wartet da noch ein Gegner auf mich. Kennst ja nicht. Kann ich warten. Oh, ein Stern! Nice! Einen weiteren Stern. Der dritte von 30. Das heißt, wir kommen ein bisschen voran. Finden ein paar Sternis. Ist doch nett. Oh Gott. Woher kam das nochmal? War das nicht Super Mario, so ein Gegner? So ein Stachelvieh? Au. Okay. Ja, genau, weil die kann man... Oh, auch nicht töten. Man sollte aber auch nicht in sie reinspringen. Kommt auch nicht so gut. Ist jetzt nicht die beste Body Lotion. Oh Gott, jetzt muss man sich hier genau abtimen, wann man springen muss. Aber wenn man so gut ist wie ich dann. Geht das natürlich sofort, klar, kein Problem. Der Yannick, der macht das einfach. Ohne Probleme. Ich weiß nicht, ob ich erst nach oben sollte oder erst nach unten. Natürlich erst einmal den Weg, wo man nicht lang gehen sollte, damit ich halt ein paar Sachen finde, die ich womöglich sonst nicht finden würde. Ich glaube aber beinahe, dass es da oben weitergeht. Deswegen werde ich erstmal einmal kurz nach unten gehen. Mich hier mal ein wenig umschauen. Bisschen rumschwimmeln. Schwimmeln. Genau, weil hier ist noch eine kleine Truhe. Und da ist bestimmt wieder irgendeine Pampe drin. Oh, ein Stern. Hey. Ein neuer Stern. Cool. An dem ohne Schaden vorbeizukommen ist auch clearly impossible. Gefühlt. Kann bestimmt irgendwas machen. Kann vielleicht sogar den Dude rufen, dass der von oben runter geflogen kommt. Dass der den dann killt. Könnte sein. Dass das funktioniert. Boah, ist das fies. Ah! So. Auch das mit Bravour gemeistert. Ich glaube, hier müssen wir jetzt echt aufpassen auf unsere Luft. Weil wir haben ja nicht unendlich davon. Sind ja immer noch ein Mensch.
denkt da dran. Deswegen werden wir mal eben kurz einen kleinen Abspritzer hier unten machen. Das Geräusch hat mir ein bisschen Angst gemacht. Was war das? I don't know. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es wissen will. Leveln wir immer mit. Level kann man in solchen RPG-Games natürlich immer gebrauchen. Besonders später, wenn da auch noch Final Fantasy oder sowas als Anspielung zukommt. Oh, ich dachte schon, die Bomben sind instant tot. Hab ich ein bisschen Angst. Muss ich zugeben. Hatte ich ein bisschen Muffensausen, hatte ich da. Oh. Aber wenn die instant töten würden, dann wäre ich schon 10-mal tot. Dann hätte ich das Spiel schon in die Ecke geworfen. Aua. Und wäre dann gestorben. Ich hätte es in die Ecke geworfen und wäre dann gestorben. Ui. Heureka, wir haben es geschafft. Wir haben damit auch diesen Schlüssel. Gut. Beide Schlüssel erreicht. Das heißt, wir können da jetzt... Da auch durch. Nice. Hier will den Speicherpunkt abholen. Und durch. Natürlich den einen Schlüssel. Und natürlich den anderen Schlüssel. 1A. Und durch sind wir hier. Cool. Und das sieht aus, als ob wir aus der... Diese Tür ist verschlossen. Hm. Vielleicht werden wir da auch nochmal hinkommen, weil das sieht jetzt aus, als ob wir aus der Kanalisation rauskommen. Ah, endlich frische Luft. Ich kann sogar Kuchen riechen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass ich kaum etwas gegessen habe, seit wir zu diesem Spaziergang aufgebrochen sind. Dieser Duft nach Gebäck lässt mir den Magen knurren, Brain. Seid ihr etwa nicht hungrig? Doch. Wunderbar! Das Dann lasst uns einen Gasthof suchen. Ich könnte ein ganzes Schwein verspeisen. Auch mir wäre noch einer kleinen Rest zumute. Aber wir verhalten uns besser unauffällig. Naja, wie willst du dich unauffällig verhalten? Du bist lila und hast blaue Haare. Es... Bunte Haare fallen in unserer Zeit schon auf. Wir bedürfen eines Plans, um uns nicht aus misslicher Lage zu befreien. Ein Gasthof wäre gewiss der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Mit jeder vergehenden Stunde schwebt mein Volk in größerer Gefahr. Das wäre also entschieden. Wir gehen essen. Der Körper verlangt nach Stärkung für den Kampf. Könnt ihr nicht einfach sagen, ihr habt Hunger, Max? Ich hab Hunger. Seht ihr? Es geht doch. Ihr müsst euch eure Gefühle nur eingestehen und schon lebt es sich leichter. Wenn wir dieses Abenteuer zusammen bestehen wollen, müssen wir uns aufrichtig zueinander sein. Stimmt's, Brain? Mhm. Auf geht's. Ohne Spaß, ich habe Hunger, Megaklink. Lasst uns unsere Kräfte sammeln und noch Informationen suchen. Ich würde halt echt gern dieses Huhn. Oh, geht das nicht? Schade. Ich würde es gern versuchen zu schlagen, damit dann vielleicht das von The Legend of Zelda kommt. Wisst ihr das, wo die ganzen Hühner von oben angeflogen kommen? Das finde ich sehr lustig. Hallo. Mein Kleiner liebt das Kolosseum über alles. Ich wünschte nur, er würde sich mehr für die praktischen Dinge im Leben interessieren. Wie Hausarbeit, Kochen und seinen Lebensunterhalt zum Beispiel. Aber das wird er noch früh genug lernen, wenn er erwachsen ist. Vorerst sollen ihm seine Träume vergönnt bleiben. Ich weiß, wir haben wenig Geld, aber meine Mami arbeitet hart, damit sie es sich leisten kann, mich zu den Kämpfen im Kolosseum mitzunehmen. Meine Mami ist total cool. Wer ist euer Lieblingskämpfer? Ich habe solche Angst vor Max, dem Exterminator. Manchmal habe ich sogar Albträume von ihm. Aber sag das nicht meiner Mami, ja? Dann wird sie mich nie mehr ins Kolosseum mitnehmen. Ist gebongt. Sagen wir nicht deiner Mami. Alles gut. Seit Beginn des Krieges hegt mein Bruder böse Gedanken. Ich bin sicher, dass diese verdammten Zauberer hinter all dem stecken. Warum nur hat der Kaiser sie gegen die Dämonen ins Feld geschickt? Oberst Dalkin und unsere Soldaten wären gewiss alleine mit ihnen fertig geworden. Vielleicht sollten sie gleich auch die Leutnants abkommandieren, wo wir schon mal dabei sind. Sind die etwa auch nicht so gut? Das sieht beinahe aus nach einem großen Gasthaus. Hallo. Meine Mama und mein Papa sind steinreich. Ich bin also etwas wie eine Prinzessin, richtig? Zum Geburtstag wünsche ich mir ein Pony und 5 neue Puppen. Sobald ich zu heulen anfange, geben sie mir sowieso immer, was ich will. Ja, das ist ja toll. Nutz das ruhig aus, Kind. Nutz es aus. Manchmal frage ich mich, ob der Reichtum nicht sogar eine Bürde ist. Jedenfalls bringt er so manche Sorgen mit sich. Würde ich die gleichen Entscheidungen treffen, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte? Ach, einige Fehler würde ich gewiss vermeiden. Dann wäre ich zweifelsohne noch reicher. Oh Gott. Also wirklich, junger Mann. Ihr wagt es, so mit mir zu reden? Unverschämtheit. Vergesst nicht, dass ich einmal Vermögen meiner Eltern erben werde. Und deswegen verschwende ich nicht meine Zeit darauf, mich mit niederem Volk wie euch zu unterhalten. Das wäre nett. Das ist ja richtig nett. Bombe.
Ich hasse meine Familie. Diese Snobs haben bloß durch ihre Geschäfte und Aufstieg in der Gesellschaft geschafft. Sie nutzen die Leute aus und schlagen Profit aus den Früchten ihrer harten Arbeit. Wenn ich erwachsen bin, werde ich revolutionär. Vielleicht mache ich auch erstmal irgendeine Weltreise. Ich habe mich noch nicht entschieden. Also wirklich, Maria, ich habe euch doch schon 100-mal gesagt, dass ihr rosa und blaue Laken nicht so kombinieren könnt. Armes Mädchen von ästhetischem Empfinden, keine Spur. Wie ärgerlich. Was um alles in der Welt macht ihr den ganzen Tag außer Hausarbeit? Lernt lieber etwas dazu. Versucht euch in der Kunst weiterzubilden. Allerdings bezweifle ich, dass ihr für so etwas empfänglich seid. Der Bitch-Move gerade mit den Haaren. Die Chefin hat sehr hohe Ansprüche, was Farbzusammenstellung angeht. Ich gebe zu, ich weiß nicht genau, was sie will. Ob das daran liegt, dass ich nichts von Kunst verstehe? Höchstwahrscheinlich. Ich würde aber erstmal sagen, wenn ihr zum nächsten Part wollt und mehr erfahren wollt von der Geschichte von Brain, Margin und Max, klickt da oben auf das i. Dort kommt ihr zum nächsten Part oder in der Beschreibung. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst doch bitte ein Däumchen nach oben da und ein Abo, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt. Das wäre es für heute. Bis dann. Euch noch einen traumhaften Tag. Euer Brain. Tiddly mit ü. Kapurr.